In dieser Ausstellung zu Gerhard Richter geht es nicht darum, die ganze Spannbreite seines Werks zu zeigen, die ja ganz immens ist, sondern vielmehr einen bestimmten Bereich umso stärker zu erkunden. Und zwar einen Bereich, der die Grundlage seines späteren Werks bildet, nämlich die nach Fotos entstandenen Gemälde aus den 60er Jahren. Wir haben die Ausstellung Bilder einer Epoche genannt, weil mit ihr, mit der Ausstellung demonstriert werden soll, dass Gerhard Richter sich Motive aus seiner Zeit, ganz aktuelle Motive, aufgegriffen hat, durch die malerische Bearbeitung aber dann eigentlich aus der Zeit herausgehoben hat und zu überzeitlichen gemacht hat. Die Ausstellung besteht eigentlich aus 5 Kapiteln. In einem ersten geht es darum, dass Gerhard Richter ganz banale Motive aufgegriffen hat, wie etwa eine Klorolle oder einen Küchenstuhl oder einen Kronleuchter. In der zweiten Gruppe geht es um Illusionen und Sehnsüchte der Zeit. Das bedeutet, Gerhard Richter hat sich auf die Reisesehnsucht, die Sehnsucht nach tollen, wunderbaren Autos eingelassen, also Erscheinungen des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders. Eine dritte Gruppe heißt Tote und Verstrickte, und das sind Menschen, die in den Illustrierten abgebildet sind im Zusammenhang mit spektakulären Mordgeschichten, Hochstapeleien und Giftmorden etc. Dann gibt es eine kleine Gruppe von Freunden und Förderern, die er damals in dieser Zeit dargestellt hat. Und schließlich eine sehr wichtige Gruppe sind die politischen Vorfälle. Gerhard Richter hat sich mehrfach auf ganz aktuelle politische Ereignisse in diesen Gemälden eingelassen, etwa auf die Ermordung John F. Kennedys. Nur er malt da nicht den Mordfall selbst im Auto, sondern er malt etwa eine trauernde Frau mit einem Schirm, die als Jackie Kennedy wohl zu erkennen ist, die aber zugleich viel mehr für so ein den ganzen Körper, den ganzen Menschen erfassendes Trauern steht. Da ich nachweisen wollte, dass diese Gemälde einen unmittelbaren Zeitbezug haben, war es natürlich auch wichtig zu fragen, auf welche Quellen hat Richter eigentlich zurückgegriffen? Und das war nun im Wesentlichen Vorlagen aus Illustrierten. Und ich habe mich gefragt, was hat ihn damals an diesen im Übrigen sehr attraktiven Illustrierten, sie waren damals viel attraktiver als heute, damals gab es in Deutschland nur ein einziges Fernsehprogramm, da waren die Illustrierten viel wichtiger als Informationsmedium. Was hat Gerhard Richter daran interessiert? Und wenn man das herausfinden möchte, dann muss man sich natürlich diese Illustrierten vor Augen führen, und dann stellt man zum Beispiel fest, dass Richter nicht die auffälligsten und sensationellsten, spektakulärsten Fotos benutzt hat, sondern häufig ganz beiläufige, aber dafür eher rätselhafte und geheimnisvolle, solche, aus denen er eben neue Bedeutung in seinen Vergrößerungen zum Gemälde entwickeln konnte. Da hat sich eben gezeigt, dass es eine ganze Gruppe von Bildern gibt, auf denen Personen zu sehen sind, die in den Ursprungsgeschichten, in den Illustrierten, verwickelt, verstrickt waren in kriminalistische Fälle. Ein Hochstapler, eine Sekretärin, die im Bild als Sekretärin benannt ist, aber ihr Geliebter, ein amerikanischer Anwalt, hat ihretwegen seine Frau umgebracht. Das ist der Zusammenhang, für den sich Gerhard Richter damals interessiert hat. Er hat diese Geschichte natürlich gelesen. Nun hat er aber ein Foto dabei da herausgenommen, das überhaupt nichts von einem Kriminalfall erzählt. Die Sekretärin hat selbst damit gar nichts zu tun und man sieht auch nicht, dass da jemand ermordet worden ist. Und das ist eigentlich das Interessante und Spannende an Gerhard Richters Vorgehen, dass er häufig beiläufige Fotos herausnimmt, die ein gewisses Rätsel haben und offen sind auch für neue Deutungen.
Und die vermonumentalisiert er, vergrößert er im Gemälde und gibt ihnen durch diese ganz spezielle Malweise der Verwischung noch wieder ein zusätzliches Geheimnis und hebt damit auch die Figur aus dem bloßen zeitbezogenen Naturalismus heraus, macht sie viel allgemeingültiger und heute noch von starker Gültigkeit. Und dieses Bild zeigt eine Familie und die Unterschrift deutet an, dass ein Wunder diese Familie gerettet hat. Wenn man die Vorlage für das Bild kennt, die im Atlas von Richter zu finden ist, in dieser riesengroßen Sammlung von Vorlagen, Skizzen etc., dann sieht man, dass es eine Familie ist, die aus Ungarn geflüchtet ist, es gab ja noch den Eisernen Vorhang, die aus Ungarn geflüchtet ist und durch Wunder nun im Westen gelandet ist. Und da liegt es natürlich nahe, an Gerhard Richters Biografie zu denken, der seinerseits kurz vor der endgültigen Schließung des Eisernen Vorhangs, der Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik, vom Osten in den Westen gegangen ist. Und es mag schon sein, dass er unter diesem Gesichtspunkt, dass ihn Wunder gerettet hätten bei dem Übergang in den Westen, da durchaus in diesem Bild auch biografische Elemente verarbeitet hat. Dieses relativ große Bild Volker Bratke hat Gerhard Richter geschaffen für eine eintägige Ausstellung, die er in der Galerie Schmela in Düsseldorf gemacht hat, im Zusammenhang mit einer ganzen Woche von Ereignissen, die dort stattfanden, als Schmela seine Galerie in Düsseldorf in der Hunsrückenstraße verlassen musste. Auch Sigmar Polke hat einen Tag eine Aktion gemacht, auch Josef Beuys. Gerhard Richter hat sich diesem jungen Volker Bratke zugewandt. Er hat einen Film über ihn gemacht und den in der Ausstellung gezeigt, eine Fahne, eine ganze Reihe von Fotos und dann auch dieses große Gemälde. Der Volker Bratke war so eine Art von Groupie. Er folgte in Düsseldorf den Künstlern, ohne dass er selbst eine Funktion dabei gehabt hätte, ohne dass er selbst Künstler gewesen wäre. Er war so ein überall anwesender Anhänger. Und Gerhard Richter hat ihn eben als ein Motiv genommen, ich glaube auch ein bisschen als eine Art von alter Ego, ein Mensch, der einfach durch eine ganze Reihe von Werken in verschiedenen Medien sein Motiv wurde und damit auch der Hauptgegenstand der Ausstellung. Das Foto, das dem Gemälde zugrunde liegt, ist auf einem Volksfest entstanden. Mit der Klorolle, habe ich den Eindruck, hat Gerhard Richter ganz unmittelbar auf Marcel Duchamp reagiert. Gerhard Richter wollte von vornherein Maler sein und immer Maler bleiben. Und er hat sich eines ganz ähnlichen hygienischen Motivs angenommen, aber nun eben nicht als Objekt, sondern es gemalt und erwiesen, wie wunderbar die Malerei von einer Klorolle sein kann, wenn man nur diese malerischen Mittel entsprechend zu entwickeln versteht. Und insofern ist die Klorolle eine ganz unmittelbare Reaktion auf Marcel Duchamp, aber eben auf dem Weg wieder in die Malerei hinein. Meine Vorstellung war von vornherein, dass diese Werke aus den 60er Jahren ergänzt werden müssten um den Baader-Meinhof-Zyklus von 1988, und zwar deshalb, weil Gerhard Richter dort noch einmal diese malerischen Mittel, Grau in Grau, die Verwischung, aufgreift, perfektioniert eigentlich. Und weil er das Motiv des Todes wiederum aufgreift, das auch in den 60er Jahren eine so große Rolle schon in seiner Malerei spielt. Und schließlich ganz grundsätzlich, dass er hier mit den Elementen der Aktualität und der Erinnerung arbeitet. Der Zyklus trägt den Titel 18. Oktober 1977.
Das war der Tag, an dem die Toten in Stammheim, in Stuttgart-Stammheim, im Zuchthaus aufgefunden wurden. Aber er handelt nicht nur von diesem einen Tag, sondern es sind Ereignisse aus den 70er Jahren, die so blitzlichtartig aufgegriffen und miteinander verzahnt werden. Das Motiv dieser drei Bilder geht zurück auf die Gegenüberstellung von Enslin, Gudrun Enslin, nachdem sie in Hamburg festgenommen worden ist. Und ich denke, das, was Gerhard Richter daran interessiert hat, das Motiv dreimal zu malen, das ist die unterschiedliche Präsenz. Sie ist dadurch, dass sie dreimal gezeigt wird, eigentlich so, wie wenn sie unwillentlich erwischt worden sei. Gegen ihren Willen. Und das macht, glaube ich, auch das Unmittelbare, auch Erschreckende, vor allen Dingen des mittleren Bildes aus. Das ist so eine uns Gegenüberstellung, eine ganz unmittelbare Erschreckende. Also einmal das Wegwenden, dann wieder das Zuwenden, also diese unterschiedlichen Verhältnisse zum Betrachter, auch die unterschiedliche Ansprache des Betrachters, das muss Gerhard Richter besonders interessiert haben. Deswegen sind es drei und ist nicht nur ein Bild. Und so hat er also unterschiedliche Ereignisse miteinander verzahnt, um damit einfach die Erinnerung wachzuhalten an ganz wichtige, traumatische bundesrepublikanische politische Ereignisse, die sonst in der Kunst so gut wie gar nicht dargestellt worden sind oder nur auf eine simple kritische Art und Weise. Und das genau ist ja Gerhard Richters Ansatz nicht. Er will weder heroisieren noch kritisieren, er überlässt uns das Urteil. In diesen drei Bildern geht es um den Tod von Ulrike Meinhof, die sich das Leben genommen hat. Und ich denke, Gerhard Richter hat hier drei, auch in ihrem Format, unterschiedliche Gemälde geschaffen, weil es um eine unterschiedliche Nähe und Ferne geht. In dem einen Fall sind die Strangulationsmerkmale am Hals sehr stark ausgeprägt. Dann ist sie wieder weiter in die Ferne gerückt, also eine größere Distanz zu dem Ereignis geschaffen. Wir bekommen eine größere Distanz als Betrachter zu diesem Ereignis. Aber wichtig ist eben für Gerhard Richter, dass er nicht eine ganz bestimmte Geschichte klar erzählt, sondern dass er so einen Zwischenraum schafft, in den wir eindringen können. Und dazu braucht er mehrere leicht voneinander unterschiedene Gemälde. In dieser Vitrine befinden sich die Materialien, die Gerhard Richter gesammelt hat, Fotos vor allen Dingen, die er gesammelt hat, in einem Hamburger Pressearchiv und die er auch verwahrt hat in einem Ordner. Und diesen Ordner hat er dem Museum of Modern Art in New York übergeben, das dem ja der Zyklus gehört. Man findet noch die Spuren des Gebrauchs und der Benutzung dieser Vorlagen. Gerhard Richter hat damals die Fotos selbst nicht mit aus dem Archiv nehmen dürfen. Er hat lediglich Fotokopien machen können. Er hat also nach Fotokopien seine Gemälde geschaffen. Und dieses Material ist ja ausgebreitet. Es sind aber auch etliche Fotos hier zu sehen, die er gesammelt, aber nicht verwendet hat für seine Malerei. Und die Frage ist natürlich, warum hat er sie nicht verwendet? Und es ist ganz offensichtlich so, dass es auch hier die Fotos sind, die er nicht verwendet, die etwas ganz klar und übersichtlich erzählen. Das genau hat ihn nicht interessiert, sondern es musste immer dieses gewisse Geheimnis der weiteren Ausdeutbarkeit noch da sein. Er versteht es mit der Malerei immer wieder von vorn anzufangen. Immer wieder über die Jahrzehnte, nunmehr 5 Jahrzehnte hinweg. Und das ist, was mich absolut fasziniert und was ich an seiner Malerei und an seiner Tätigkeit bewundere. Auch, weil es absolut einzigartig ist.